Jo Freunde, willkommen zu Stellar Blade und in diesem kurzen Video holen wir uns diesen Anzug. Das ist der planetarische Diving Suit 7 Version 2. Und für 30 dieser Nano-Suits gibt es eine Trophäe. Also wir starten im ersten Gebiet, Eidos 7, an einer Stelle, wo ihr sowieso hinkommt, und zwar diese Station hier. Einbahnstation oder sowas heißt die Monorail einfach, und hier müssen wir nach rechts und erstmal zu einem Terminal. Da sehen wir, dass die Monorail keinen Strom hat. Und das Terminal befindet sich genau hier vor uns. Und jetzt gehen wir mal den Strom einschalten. Und zwar laufen wir zurück. Und dann einfach hier die Treppe nach unten. Und hier nicht entlang, sondern hier. Und dieser Kasten ist eben der Stromerzeuger oder der Generator, was weiß ich. Und da müssen wir eben einen Code eingeben. Der ist hier 380601. Und dann haben wir auch schon Strom. Können wieder zum Terminal zurück etc. Und dann mit der Monorail fahren. Und wenn wir aussteigen, können wir gleich hier zu einer Leiche gehen. Da haben wir noch ein Dokument, was wir als Collectible einsammeln können. Laufen dann geradeaus zu einer halboffenen Tür, öffnen diese und da vorne ist auch schon das Design für unseren neuen Anzug. Ihr dürft, wenn ihr das eingesammelt habt, nicht enttäuscht sein, dass der Nanosuit nicht direkt in euer Menü anwählbar ist. Ihr müsst ihn nämlich erst herstellen und dazu geht ihr zu einer Reparaturwerkstatt, in jedem Lager gibt es die. Und dann könnt ihr auf Nanosuits gehen und dort werden euch auch die Materialien angezeigt, mit was ihr die eben herstellen könnt, die Suits. Und dann drückt ihr einfach auf Herstellen, fertig, und dann könnt ihr das Ding ausrüsten. Also Leute, das war's auch schon. Ich danke euch fürs Zuschauen und wenn euch der Guide gefallen hat, lasst gerne ein Abo, Kommentar und Like da und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis bald. Bye bye.